Gerade schnell abgeguckt. Hallo ihr Mäuse, wir kommen zu unserem ersten Fragenvideo. Wir haben uns ein Spiel gekauft. Erzählt euch mehr und ich glaube, ihr lernt uns dadurch von einer ganz intimen Seite kennen. Ja, ich dich auch, glaube ich. Leute, ich habe eigentlich einen Stock am Arsch. 3 Stunden später. Ganz ehrlich, das Spiel kannte ich vorher gar nicht. Ich auch nicht. Null. Das haben wir in einer Story gesehen. Und erzählt euch mehr, hat wohl unterschiedliche Sachen. Einmal hat man Reflexion, Erinnerung. Da bin ich ein Ast drin in Erinnerung. Ja, klar. Und Komplimente. Bin ich auch ein Ast drin. Ist es aufgeteilt. So. Okay. Und fangen wir hiermit an, dann gehen wir darüber. Dann aber jeder von uns hat ja eine Karte. Eben, deswegen. Okay, ja, dann nehme ich einfach zuerst Kompliment. Ja, okay, komm, dann nehmen wir Kompliment. Okay. Wir haben beide Kompliment. Okay krass. Krass, das ist jetzt echt... Meine Frage direkt. Okay, alles klar. Ja, das ist schon direkt ein Witz des Lebens. Okay. Ja, auf die Antwort bin jetzt selbst ich gespannt. Mhm. Was magst du an meinem Tanzstil? An deinem Tanzstil? Dass der frei ist. Also ich meine, Selina, das kann nicht tanzen. Null? Hoes praying that I flop. I'ma keep it simple, you just don't got what I got. My price be going up like Gary Dane, it's a lot. Wait. Das ist wirklich sehr schwierig, aber immer. Du vermittelst immer sehr viel Spaß hinter deinem Tanzen. Also es ist jetzt nicht so, dass du mega krass abgehst oder so. Aber wenn ich jetzt, also wenn wir auf irgendeiner Feier sind oder so und du auf der Tanzfläche bist, muss ich sagen, finde ich das schon schön. Ich habe da schon eine ganz andere Frage. Wofür bist du mir dankbar? Oh, boah, wie fängt man denn da an? Boah, ich bin dir für so vieles dankbar. Also ich glaube, in erster Linie, wenn man wirklich 10 Jahre zurückspult, bin ich generell einfach dankbar, dass du in so mein Leben gekommen bist. Ich bin dir einfach dankbar, dass du es immer wieder schaffst, mich auf den Boden der Tatsachen zu holen. Das schafft sonst keiner, ne? Und da komme ich auch gut an meine Grenzen. Da kommst du gut an deine Grenzen, ja. Und ich bin dir wirklich dankbar, einfach dafür, dass du uns als Familie eine extreme Sicherheit immer vermittelst und eine sehr liebevolle, fürsorgliche, ja, so dieses Familienleben. Das ist halt, Leute, das kann man, natürlich streiten wir auch mal, aber ich muss sagen, das ist schon krass, inwieweit der Dustin wirklich diese Art von Familie liebt und lebt. Wir stehen immer an erster Stelle und das merkt man auch in allem. Dafür bin ich dir erstmal ein Kuss. Hippie Movement. Ich bin dir übrigens auch dankbar, dass du jetzt das ganze Leben stehst. Und ich bin dir dankbar dafür, dass du mich so nimmst, wie ich bin, weil ich bin ja nicht einfach. Reflexion. Ja, okay, ich guck noch nicht. Ich guck nicht, ich warte jetzt erstmal. Ich höre. Wie sieht deine Vorstellung von einem perfekten Date aus? Meine Vorstellung von einem perfekten Date? Boah! Also ich muss auf jeden Fall sagen, also erstmal muss, was auf jeden Fall klar ist, wenn man ein Date hat, also wenn wir ein Date haben, wenn wir ein Date haben, sollte man immer man selbst sein können und es muss lustig sein. Also ich finde, wenn man merkt, sagen wir mal, wir würden uns nicht kennen, wir würden uns jetzt gerade kennenlernen und ich wäre so, wie ich bin und ich wüsste, alles klar, ich stoße damit total auf Granit, wäre direkt schon ungeil. Also diese Stimmung, muss ich sagen, ist immer so einer der wichtigsten Punkte, aber jetzt mal vom Tagesablauf her, boah, was würde ich denn machen? Ich muss sagen, ich finde, es kommt auf die Jahreszeit an. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es Winter wäre, muss ich sagen, fände ich ein super erstes Date im Weihnachtsmarkt. Super schön. Einfach darüber zu gehen oder in so ein Zentrum zu gehen, sich irgendwo hin, danach irgendwo hinzusetzen, eine Kleinigkeit essen und dann am Abend zusammen einen Film schauen. Film schauen. Gar nicht so, ja. Kennen wir alle den Trick.
Beim ersten Date, ne? Ja. Nee. Also. Klar. Wie klar? Klar, sagt er. Das wäre nur, wenn ich mit dir auf dem ersten Date gehen würde. Ich meine, ich werde nie andere Dates haben. Gehe ich voll aus, dass du nie andere Dates haben wirst. Nein, aber nee, so in die Richtung würde das schon gehen. Also Kino oder so, muss ich sagen, nee, finde ja ich gut. Genau, man kann nicht reden, man ist so, ne? Also all solche Sachen, wo man sich so fern ist oder sich nicht kennenlernen kann, finde ich halt gar nichts von. Okay. Reicht das aus? Das für unser nächstes Date? Für unser nächstes Date? Ja, wenn du eins vorbereiten willst, ich bin dabei. Wie war eigentlich unser erstes Date? Wir hatten gar kein Date so an sich, ne? Ich will erstmal wissen, wie wäre euer erstes Date? Jetzt hat Dustin ja was erzählt. Und schreibt mal in die Kommentare bitte, wie sieht euer erstes perfektes Date aus? Das würde ich gerne einmal wissen. Und unser erstes Date war an der Treppe in der Schule. Ja, aber das... Das war für mich das schönste Date, was ich je hatte. Mit dem Pausenbrot. Ja, und ja. Mit meinem Kasak, Kosmetik-Kasak an. Ich sah aus, boah, peino. Nee, aber wir hatten ja, was haben wir denn damals als allererstes gemacht? Also unsere Dates haben auch, grundsätzlich waren wir immer in Düsseldorf. Sobald wir Freizeit hatten, Düsseldorf. Also ich glaube, das war auch wirklich so, am Anfang war wirklich, glaube ich... Zugfahren. Ja. Und ein bisschen bummeln, so wie wir es gemacht haben. Ja, wirklich. Also Dustin und ich waren, aufgrund dessen, dass ich ja schon Zoe hatte... war das wirklich so unsere Freizeit, wenn Zoe halt nicht da war? Weil es war ja wirklich einfach nur mal so, dass wir uns ja erstmal kennenlernen mussten. Ich konnte Zoe nicht einfach irgendwen davor setzen und zwei Tage später, ja, tschö. So, ne? Deswegen war erstmal wichtig, dass wir uns irgendwie kennenlernen. Und wir haben unsere Tage eigentlich immer in Düsseldorf. Boah, krass. Ja, Düsseldorf war unsere Hood, immer durch das City. Wie viel Zug und Bahn wir gefahren. Ja, und da sind aber die geilsten Bilder entstanden. Ja. Meinst du, wir finden noch welche? Klar. Aus dem Zug? Da weißt du noch diese... Ja, die Boah, das wäre geil, wenn wir die jetzt einblenden könnten. Die Viererbilder haben wir mit Sicherheit. Das, am Rhein, die auch noch, wo Kirmes so war. In Fotoalbum gepackt. Ja, ja. Okay, jetzt wird's, glaube ich, das erste Mal anders. Beziehungsweise, das sind ja wirklich Fragen, die würde ich ja so nie stellen, aber... Wie viel Raum brauchst du für dich alleine? Boah. Das ist schwer. Raum. Weil man muss, ich muss ja wirklich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, ich gehe dir auf den Sack, obwohl ich gar nichts dafür kann. Das stimmt. Aber da kannst du, wie gesagt, auch nichts für. So wie du schon richtig erkannt hast. Das ist, weil ich mir selber auf den Sack gehe. Aber ich finde, ja, also ich finde schon, dass generell auch in einer Partnerschaft, in einer Ehe, sollte einfach ein gewisser Raum gegeben sein. Ich konnte ihn damals nicht geben. Nee, gar nicht. Gar nicht. Im Moment ist es wirklich so, also ich sage euch ehrlich, Leute, ich habe Freundinnen, die kann ich an einer Hand abzählen. Und wenn ich diesen Raum mit denen bekomme, den er das in mir auch gibt, dann bin ich schon sehr glücklich darüber. Aber wie oft ich den jetzt brauche, kann ich pauschal gar nicht sagen. Nee, nicht wie oft, wie viel. Wie viel. Kann ich gar nicht pauschal sagen. Also ich muss ja, aber was ist jetzt zum Beispiel, wann würdest du dich eingeengt fühlen? Oder wo du sagst, nee, stopp mal, Hämmer, jetzt ist gerade mal kurz. Also ich finde, also inzwischen bin ich so, wenn in Streitsituationen brauche ich meinen Raum. Das ist klar. Ja. Den habe ich immer schon gebraucht. Ja. Aber sonst, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich brauche den, glaube ich, an sich sonst nicht. Also ich finde... Also kann ich an die kleben wie eine Klette? Ja. Ja, schon, also ich finde das gleiche halt aus. Du gehst zum Sport, da habe ich meinen Raum. Ich habe ja immer wieder, hat man ja irgendwie seinen Raum, sodass ich eigentlich nicht in diese... Stimmt. Und wenn ich meinen Raum brauche, dann glaube ich schon, dass wir das irgendwie... man merkt es einfach an den Launen und dann gehen wir ja automatisch und sage ich mache jetzt das und das... Oder ich schneide jetzt das Video, du sagst, ich gehe mit den Hunden. Komm her. Okay. Erinnerung, da fange ich mal an. Oh, ich weiß. Über welches meiner Geschenke hast du dich am meisten gefreut? Geschenke, boah. Ich muss sagen, das ist wieder ein Punkt, da muss ich kurz drauf eingehen. Der Dustin macht immer Geschenke, mit denen ich eigentlich nie rechne, weil ich eigentlich meine Geschenke immer alle selber plane. Und dann sagt der Dustin... Nicht mit mir. Also ich muss sagen, was mir gerade direkt in den Kopf kam,
und ich weiß nicht, ob du dich noch so daran erinnern kannst, als du mir das allererste Geschenk gemacht hast. Welches meinst du denn? Ich sag euch, der Dustin hat mir nämlich meinen Ring selber gemacht. An den habe ich nämlich auch gerade gedacht. Ja, und ich muss wirklich sagen, den das haben wir gerade. Ja, den haben wir noch, das ist ein Papierring. Da waren wir noch zusammen auf einer Schule. Und da waren wir gerade frisch zusammen. Also ganz, ganz frisch. Und da hat der Dustin mir wirklich einen Ring aus Papier selber gemacht in einer Herzschatulle. Und das muss ich sagen, ist so jetzt das erste Geschenk, wo ich dachte, boah, krass. Und das zweite Geschenk, das ist eher so ein materielles Geschenk, aber das kam mir auch direkt in den Kopf und das waren damals die Nike Air Force. Oh ja, weißt du noch? Ja, weiß ich noch. Hast du mir nicht im Bus geschenkt sogar? Warte mal. Soll ich dir nochmal genau die Story erzählen? Ja. Soll ich nochmal genau? Okay. Erzähl euch jetzt mal die Story, wie die war. Das ist, Celia neigt immer dazu, ganz wichtigen Teil zu vergessen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh ja, also es war, wie Celina eben schon gesagt hat, früher konnte Celina mir keinen Freiraum geben. Und es war wirklich so. Und da ist man auch wirklich an einem bestimmten Punkt einer Beziehung an wirklich, wie sagt man das? Ja, also, hätte ich mich nicht geändert, wäre es genau gescheitert. Also es war wirklich so, dass wir an einem Punkt, oder dass ich an einem Punkt war, gesagt habe, nee, hör mal, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Ja. Celina wollte damals unbedingt, als sie gerade wieder frisch im Trend waren, wollte die unbedingt diese Nike Air Force haben, die hohen. Und dadurch, dass Celina so kleine Füße hatte, waren wir irgendwann mal in Düsseldorf, hatten uns die Schuhe angeguckt. Celina hat gesagt, wunderbar, die passen. Ja, und dann habe ich mir an einem Tag irgendwann mal gedacht, weißt du was? Ich fahre jetzt nach Düsseldorf und hole diese Schuhe. Und Celina hat mich an diesem Tag gefragt, was ich mache. Also wirklich immer, wo bist du, was machst du? Extrem. Nicht cool, Leute, nicht cool. Na, gar nicht. Und ich sagte, wäre das so weitergegangen, wäre sie erstmal jetzt nicht hier. Ja. Und ich habe irgendwie um den heißen Brei geredet, damit sie nicht weiß, wo ich bin, weil ich ihr ja nicht diese Freude machen konnte. Ich habe mir das gedacht, alles klar, komm, also hab das über mich ergehen lassen, weil ich wusste, alles klar, man kann es auch irgendwo ein bisschen verstehen, dass er dann so ist. Schuhe geholt, wieder nach Hause gefahren. Am nächsten Tag, Celina hat immer den Zug genommen, und wir sind gemeinschaftlich immer in den Zug gestiegen, aber Celina musste vor mir in den Zug steigen. Bei mir im Dorf zu Hause angekommen, ich bin dann eingestiegen. Direkt gemerkt, pisst. Dann saß man im Bus, hatte eine damalige Klassenkameradin und dann ging es erstmal so richtig los, sagen wir jetzt mal. Ist mir doch egal, wo du gestern warst, aber werde ich mir merken. Und also so wie Celina halt dann damals war. Also so richtig, wo ich mir dachte, Alter, what the fuck, was ist denn jetzt gerade dein Problem? Habe ihr aber die Tüte hatte ich ihr gegeben. Also sie hat auch nach den Schuhen, obwohl sie in die Tüte geguckt hatte, nicht gefragt. Also sie hatte nichts gesagt. Bis zur Schule sind dann ausgestiegen. Ne? Habe ich ihr gesagt, gib mir wenigstens einen Kuss. Haben wir uns geküsst, sind wir in eine andere Richtung gegangen. Sagt sie so, was ist mit deinen Schuhen? Ne? Ich gehe weiter, dann drehe ich dann so um und sage dann einfach nur so, Alter, die Schuhe sind nicht von mir. Sie direkt geschaltet. Ich muss sagen, ich habe auch immer geheult. Direkt geheult, hinter mir hergerannt. Oh, es tut mir leid, sonst was, bla bla bla. Alter, wirklich. Story des Lebens. Ehrlich. Okay, Video ist beendet. Ja. Okay, also wir haben ja den Punkt Erinnerung. Wie hat dein Umfeld auf mich als deine neue Partnerin reagiert? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Okay, schwierig. Es war wirklich schwierig. Aus dem Grund, ich hatte immer so ein Umfeld, da war zum einen erstmal alles normal. Also normal. Man muss aber ganz ehrlich sagen, ganz kurz dazu, unsere Kennenlernsituation, das war einfach wirklich, also wenn man mich mit früher vergleicht, das kann man jetzt nicht mehr vergleichen. Gar nicht. Null. Nein, kann man überhaupt gar nicht mehr vergleichen. Und da muss man ganz ehrlich zu sagen, ich hätte mir mich selbst als Schwiegertochter zum Anfang auch nicht gewünscht. Nee. Also da mache ich mir jetzt auch, wenn man das jetzt mal so reflektiert, selber nichts vor. Ich war einfach eine ganz besitzergreifende Person und habe das jeden Menschen spüren lassen. Weißt du noch, die eine Sache mit dem Fußball.
da habe ich einmal, kannst du dich das Punkt zu Punkt zur Erinnerung, als wo du den Fuß verletzt hast. Ja, da hatte ich wirklich einmal den, also mich wirklich beim Fußball so eine Prellung zugezogen. Ich konnte nicht mehr laufen. Und ich hatte ihr aber gesagt, ich komme nach dem Spiel zu ihr. Ich war aber damals noch so jung, ich musste mit dem Zug fahren. Da ist sie mit Zoe zu Hause bei meinen Eltern, habe ich damals noch gewohnt, aufgetaucht, zu mir gegangen und hat dann gesagt, ja, ich kann dich ja jetzt mitnehmen, ne? Kommst jetzt zu mir. Ich war einfach nur hilfsbereit. Ja, klar, kann man auch so sehen, ne? Okay. Okay, ich habe das Thema Komplimente. Welche meiner Eigenschaften gefällt dir am besten? Das, was mir direkt einfällt, ist deine lustige und offene Art. Es ist immer so, dass du sehr herzlich bist, sehr offen anderen gegenüber. Und das ist so eine Charaktereigenschaft. Jetzt auf einen Punkt bezogen. Erinnerung. Was war das Kitschigste, das ich je für dich gemacht habe? Boah, schwierig. Also ich glaube, was heißt kitschig? Ich muss sagen, ich fand es super süß damals zu unserem Einjährigen, Zweijährigen. Ah, Zweijähriges, ich weiß genau, was du meinst. Hat Selina ein Tuch gemacht, wo sie dann das von uns draufgeschrieben hatte. Dustin, ich liebe dich. Genau. Hat sie auf dem Tuch und das hat sie dann an der Brücke aufgehangen, an der Ausfahrt, die ich immer nehmen musste, wenn ich zu Selina gefahren bin. Und als wir dann da lang gefahren sind, war dann da oben, Dustin, ich liebe dich. Und ich glaube, das war so mit das Kitschigste. Also es war super schön, ich habe mich super gefreut, ne, aber das wird jetzt in die Kategorie kitschig fallen. An welche gemeinsame Anschaffung denkst du gern zurück und warum? Ehrlich gesagt, da fällt mir gerade echt unser Auto ein. Da freue ich mich sehr drüber. Das ist eine große, gute Anschaffung. Also bei uns, bei Dustin und mir ist das so, wir sind ja jetzt nun auch schon echt eine ganze Weile zusammen und unser ganzes Leben sind ja gemeinschaftliche Anschaffungen jetzt gewesen für unser erwachsenes Leben irgendwie. Ja, ja. Also alles haben wir uns zusammen irgendwie angeschafft. Angeschafft und vor allem haben wir halt einfach, bei uns war halt auch immer so der Fokus, wir haben uns auch immer von Familie viel schenken lassen. Ja, also ich muss sagen, das Krasseste, was wir uns jetzt angeschafft haben gemeinsam, war wirklich jetzt das neue Auto. Ja. Ich glaube, da können wir auch gut überstehen bleiben. Ja. Reflexion, ich fange an. Ein sehr gutes Thema. Auch gut, dass ich diese Frage habe. Ich werde es nicht mögen. Weiß ich jetzt schon. Hast du sexuelle Fantasien, denen wir bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt haben? Gut, dass du sie bekommen hast. Eben. Weil wenn ich sie gehabt hätte und hätte sie stellen müssen, das Video wäre noch 24 Stunden gegangen. Ich hätte auf jeden Fall direkt ein paar Sachen gehabt. Also sexuelle Fantasien, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, habe ich nicht. Das stimmt Wunsch nicht. Das ich schwöre auf alles. Ist so gelogen. Also wirklich, Schatz. Ich bin super glücklich und zufrieden. Sexuelle Fantasien. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ja. Deswegen, ich will jetzt auch nicht lügen und mir irgendwas ausdenken. Weil du weißt, dass ich dich dann so ankommen werde. Nee, null. Ich weiß nicht, mit dem Womanizer zum Beispiel. Das ist aber ja keine Fantasie. Da sage ich ganz klar, okay, das würde ich jetzt gerne machen. Okay. Total öde, ich weiß. Ich habe jetzt wirklich gehofft, hier kommt mal was. Da kommt sie mal aus sich raus oder sagt mal irgendwas. Nee, das ist ja auch einfach, weil es ehrlich ist. Ja. Klar. Alle Frauen, ihr wisst Bescheid, oder? Danke. Alle Männer. Tut mir leid. Grüße gehen raus an eure Libido. Libido. Wie gefällt dir der Kontakt zu unseren Familien? Gut. Ein Punkt, wo man, den man halt fest halten muss, ist halt einfach, dass mit Celia und Zoe, genauso wie mit Celia und ihrer Mutter, da ist es manchmal, wo man sich halt so denkt, so, okay, musst du dich jetzt hier bei dem Punkt einmischen? Ich führe ja keine Beziehung mit dir, sondern mit deiner Tochter. Aber auch da muss man sagen, ganz kurz muss meine Mutter wieder mal in Schutz nehmen,
hat sie auch geändert. Ja, natürlich. Es ist, keiner redet davon, dass es immer so ist oder immer so war oder immer so bleibt oder so. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, es ist echt sehr harmonisch, ne? Also. Ja, also ich muss auch sagen. Auch mit meinen Geschwistern. Wir sind aber auch absolute Familienmenschen. Das stimmt. Also wir könnten uns, ohne unsere Familien könnten wir nicht. Deswegen wäre es für uns nie eine Option, ganz weit wegzuziehen und nicht die finanziellen Mittel zu haben, schnell wieder zurückzukommen. Also wenn ich wüsste, ich kann pendeln, weil ich mir es finanziell erlauben kann, dann wäre es für mich okay. Aber wenn ich nicht wüsste, boah, kann ich mir jetzt erlauben, die Fahrt zurück in unser Dorf, dann würde ich es nicht machen. Und man muss auch einfach sagen, wir haben einfach das Glück, dass wir auch unsere Familien haben und uns immer 100% drauf verlassen können. Was kann ich besonders gut? Okay, was kannst du besonders gut? 3 Stunden später. Fußball spielen? Oh, danke. Als besonders gut kannst du zum Beispiel waschen. Das ist ja das dann nämlich für zuständig teilweise. Der Dustin kann sehr gut sich um die Wäsche zu Hause kümmern. Danke dafür. Gerne. Ja, mit dem Kompliment können wir auch gerne enden. Alles klar, ihr Lieben. Somit endet unser Video. Ich denke, so konntet ihr uns nochmal ganz neu und anders kennenlernen. Und wenn ihr weiter Lust auf solche Videos habt, dann lasst gerne mal ein Abo da und schreibt es mal in die Kommentare. Wir verlinken euch jetzt hier in die Infobox noch unsere anderen Kanäle. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und wir sagen... Tschö mit Ö. Tschö mit Ö.